Viele Wege führen nach Rom, genauso bei der Felgenreinigung. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende Methoden und Feinheiten, Felgen zu reinigen. Wir haben mal zwei rausgesucht, die wir euch hier zeigen. Wir wollen euch heute zwei Methoden vorstellen. Die erste Methode nennen wir die Hobby-Methode. Das liegt einfach daran, dass man dafür weniger Equipment braucht, weniger Bürsten und weniger Putzutensilien, weil man hat sein eigenes Auto, man kann sich eine Bürste aussuchen, die zu einem passt und kommt damit super klar. Die zweite ist die Profi-Methode. Wir haben tausende Felgenarten, wir haben verschiedene Bremsscheibengrößen, wir haben verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Einpresstiefen, verschiedene Felgentiefen und deswegen brauchen wir einfach tausend verschiedene Bürsten. Deswegen die Profi-Methode und wir zeigen euch, wie beide gehen jetzt. So, Ziel der Hobby-Methode ist es, mit möglichst wenigen Mitteln eine schonende Reinigung zu erzielen. Im ersten Schritt sprühen wir die gesamte Felge mit Felgenreiniger ein. Wir nehmen pH-neutralen Felgenreiniger, der einen Wirkindikator hat, das heißt, der umschlägt, lassen ihn nach Herstellerangaben wirken, meistens sind das so 3 bis 5 Minuten und kerkern ihn dann gründlich wieder ab, um erstmal den groben Schmutz, den losen Dreck und den Sand abspülen zu können. Im nächsten Schritt sprühen wir nochmal etwas Felgenreiniger auf. Es geht nur darum, die Gleitwirkung zu erhöhen und sprühen noch etwas auf unsere Bürste. Das ist ein kleiner Trick, um besser ans Felgenbett zu kommen und reinigen im ersten Schritt mit einer zu deiner Felge passenden Felgenbürste gründlich das Felgenbett. Achten dabei darauf, dass wir auch hinter die Speichen kommen und dass wir wirklich eine gründliche Reinigung haben. Welche Bürste da die beste ist, musst du einfach mal ausprobieren, je nach Abstand deiner Bremsbacken und deiner Bremsscheibe. Wenn wir damit fertig sind, nehmen wir einen sehr weichen Pinsel, gerade bei lackierten Felgen, und reinigen gründlich die Felgenfront, den Felgenstern, alle Ritzen und Kanten, die Felgen, die Radbolzenlöcher, sodass wir wirklich eine perfekt saubere Felge haben und möglichst wenig Tools ein gutes Ergebnis erzielen. Als letzten Schritt können wir dann nochmal das Rad reinigen, indem wir den gleichen Pinsel nehmen und das Rad reinigen. Bei einer kompletten Reinigung empfiehlt es sich, vorher alle Felgen zu reinigen, bevor man mit dem Pinsel aufs Rad geht, damit man einfach nicht die Gefahr nimmt, dass man Sand sich in diesen Pinsel holt, womit man sich seine Felgen zerkratzt. Das war die Hobby-Methode für seine eigenen Felgen. Jetzt kommen wir zur Profi-Methode und zeigen euch, wie wir arbeiten. So, wir haben unseren Felgeneimer mit unserem Schmutzsieb unten drin. Der steht auf Rollen, dann kann ich mir den einfacher zu den Felgen mitnehmen. Ich sitze auch auf einem Hocker, damit ich einfach geduldiger arbeiten kann und es mir nicht in den Rücken und in den Knien zwickt. Und dann habe ich hier meine ganze Sammlung an allen möglichen Felgenbürsten, die je nach Anwendungszweck auch alle bei uns verwendet werden. Das hängt nämlich immer davon ab, wie viel Platz ist hier. Wenn wir uns jetzt hier den Abstand zwischen Bremsbacke und Felgenrand angucken, sehe ich schon mal sofort, mit der Bürste komme ich da nicht zwischen. Dann gehe ich halt weiter mein Repertoire durch. Am liebsten nehme ich natürlich eine Mikrofaserbürste, weil die am schonsten ist und weiß, okay, mit der komme ich da auch nicht hin. Die ist vielleicht fürs restliche Bett gut. Und dann musste ich halt meine kleinste Bürste, das wäre die kleine EZ-Detail, die hier gerade im Eimer versunken ist, nehmen, immer auf den Gummisitz achten und dann weiß ich gut. Die nehme ich für den schmalen Bereich. Die nehme ich für den Rest des Felgenbettes und dann habe ich meine Werkzeuge zusammen und kann losstarten. Im ersten Schritt sprühen wir auch hier den Felgenreiniger auf. Wir benutzen dafür einen Pumpdrucksprüher, einfach weil es schneller geht, alle Reifen damit einzusprühen. Wir sprühen auch das Rad mit ein, oder den Reifen besser gesagt, damit wir auch den bearbeiten können. Und kerchern im zweiten Schritt alles gründlich ab, auch hier, um den Sand zu entfernen und den groben Dreck erstmal zu entfernen. Danach sprühen wir wieder ein bisschen was auf, um eine Gleitwirkung zu haben und auch nochmal Dreck gezielt anzulösen. Nehmen eine Felgenbettbürste, die wir uns vorher ausgesucht haben, die gut passt. Sprühen auch hier ein bisschen was auf, um auch wirklich in der Tiefe des Bettes alle Schmutzbereiche anzulösen und zu erreichen. Und putzen dann gründlich einmal rundum. Wir gehen erstmal mit der schonsten Bürste, die wir haben. In der Regel wird das eine Mikrofaserbürste sein, in die Bereiche, wo wir damit rankommen. Und arbeiten danach nochmal die kleinen Bereiche hier mit der EZ-Detail Brush nach. Das gilt hier für die schmalen Speichen und für den Bereich hinter den Bremsbacken. Das Werkzeug meiner ersten Wahl für die Reinigung des Felgensterns ist ein Mikrofaser-Chenil-Handschuh, einfach weil dieser gut Schmutz anlöst, den aber auch im Eimer wieder gut freisetzt, also ich immer mit einem sauberen Handschuh waschen kann und er sehr schonend zur Felge ist. An den Bereichen, wo ich da nicht gut rankomme oder bei sehr feinen Speichen mit vielen Ecken, Ritzen und Kanten, nehme ich gerne einen sehr weichen Pinsel, mit dem ich dann diese Bereiche reinige. Genauso wie für die Radbolzenbefestigungslöcher, das war ein gutes Wort, und allgemein für alle schmalen Bereiche. Ich gehe auch nochmal an der Kante zwischen Rad und Felge, also an diesem schmalen Stück oben mit dem Pinsel lang, bevor ich dann im vorletzten Schritt das Rad gründlich bürste. Hierbei nehme ich eine spezielle Radbürste mit sehr weichen Fasern vorne. Die würde ich zwar nicht unbedingt für eine Felge benutzen, aber wenn man damit mal an die Felgenkante kommt, wird davon kein Kratzer entstehen.
Bevor ich dann die Felge abspüle, nehme ich einfach meine Finger, die ich ein bisschen nass mache, und greife hinter die Speichen, löse da einfach nochmal den Schmutz an. Diese Berührung reicht schon aus durch den Felgenreiniger, den ich aufgesprüht habe, um den Schmutz dort zu lösen, sodass er am Ende beim Abspülen mit weggewaschen wird. Abspülen ist mein Stichwort. Ich nehme mir einen Gartenschlauch, einfach weil ich damit den Schmutz und den gelösten Reiniger besser wegschwemmen kann, und achte auch besonders nochmal drauf, dass ich die Bremsscheibe von innen durchspüle und auch versuche, in die Bremsbelag reinzukommen, weil da sammelt sich gerne Reiniger, der dann bei einer sauberen Felge runterläuft, und dann ist das Ergebnis wieder versaut. Wenn wir die Felge sauber haben, trocknen wir die Felge. Im ersten Schritt ist dafür Druckluft hilfreich, um aus den Ritzen und Kanten das Wasser rauszudrücken, ganz besonders hier die Radbolzen, aber auch die Bremsscheibe, damit da einfach nicht dauerhaft Wasser rausläuft und unser Bett dreckig macht. Dann können wir mit einer Trocknungshilfe arbeiten. Wir benutzen dafür gerne den Sonax Brilliant Shine Detailer und nutzen ein Trockentuch, um die Felge zu trocknen. Man kann, wenn man es schafft, mit der Hand und dem Trockentuch hinten reinkommen. Im Notfall müsste man sich noch eine zweite Felgenbürste organisieren, mit der man dann trocken die Felgenbett trocknet, um dann die Schritte zu machen. Dieses intensive Trocknen ist eigentlich nur bei lackierten Felgen notwendig. Bei normalen Alufelgen sieht man keine Wasserflecken, und wir benutzen entmineralisiertes Wasser, von daher ist es da nicht ganz so wichtig. Auch Reifengel wäre an der Stelle noch optional, das muss man immer mit dem Kunden absprechen, auch ob man das mag oder nicht, da sind die Geister ja geschieden sozusagen. Schreibt gerne mal eure Anmerkungen hier in die Kommentare, schreibt auch, wie ihr Felgen reinigt, interessiert uns immer sehr. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal, haut rein.